Ich bin der schlechteste Beifahrer der Welt. Ich bewege hier eine Million fast mit 900 PS. Boah! Man ist so nervös, du bist so konzentriert. Das ist schon eine Riesenmaschine. Das ist unglaublich. Ich habe gewonnen. Ich fahre. Darf ich? Danke. Boah, ich habe meine Handschuhe nicht mitgenommen. Jetzt mal das Gefühl, ich habe richtige Oldtimer-Handschuhe. Es ist einfach auch, wenn du hier rausguckst und auf deinen Stern guckst, das ist Genuss. Jetzt kommt's. Ja, guck mal, wir haben ja gestern schon einen sehr schönen Tag hier auf Mallorca verbracht. Wir hatten viel Freizeit. Sollen wir es erzählen? Oder sollen wir es nicht erzählen? Meine, eigentlich können wir es nicht erzählen. Das war der Dreh, den es nie gab. Also wir haben ein Intro gemacht. Ein tolles Intro. Ja, mega. Ein tolles Intro. Super. Mega, ja, richtig. Wir haben viel gearbeitet. Richtig. Und vor dem, mit dem 820 sind wir auch, ich glaube, 4 Kurven weit gekommen. Und dann, ne, ist der Karawagen in der Park ins Auto gefahren. Shit. Das sind diese Momente in diesen Drehs. Ne? Ja, das ist jetzt, wo es schwierig wird. Unser Kamerawagen ist gerade in ein anderes Auto gefahren. Okay. Aber wir parken das. Und saß auch keiner drin. Warten aber parken? Wir. Ich fahre mal ein Stück rückwärts. Alter Vater. Alles gut bei euch? Also, ich habe für dich eine Überraschung vorbereitet, okay, weil wir wollen ja eigentlich, haben wir gesagt, wir fahren hier ein bisschen Auto auf Mallorca. Mal siehst schon, wo wir ankommen. Geil. Port Calanova. Also Port, du kannst ja nicht hier an auf der Insel sein, ja, wo wir natürlich alle unsere Shadow-Boote testen, ach so, ohne dass wir mal so ein Boot fahren sollen. Ach geil. Das ist es. Das ist die Deep Blue Shadow, Brabus Shadow. Krass. 900 Deep Blue. Krass. Dunkelblau, 900 PS, 37 Fuß. Richtig dynamisches Boot. Und guck mal, wer da ist. Das ist unser Skipper. Herr Julian. Hallo Julian. Hamid. Moin. Hi, Hamid. Grüß dich. Freut mich sehr. Wir haben heute eine Aufgabe, Julian. Der Hamid ist noch nie Brabus Shadow gefahren. Genau. Ich saß schon mal bei einem Eintritt. Er wusste auch nicht. Er dachte, wir testen ein Auto. Und er hat ein bisschen Angst. Ja. Wenn Hamid sich seine Sonnenbrille aufsetzt, hat er ein bisschen Angst. Aber 900 PS, du hast hier auch 900 PS und ich vertraue dir 100%. Brauchen wir eine Schwimmweste? Wir haben alles Dennis an Bord. Dennis fährt aber nicht mit. Dennis haben wir heute an Land gelassen. Ja, wir haben eine Vorgeschichte. Aus gutem Grund. Das erzählen wir jetzt nicht. Das erzählen wir jetzt nicht. Das gibt es separat. Das ist aber, war auf jeden Fall. War eine coole Nummer. War eine coole Nummer. Okay. Aber es war, ich versuche gerade. Egal, ich spreche jetzt mal schlechten Witze. Wir fahren jetzt los. Super. Auf geht's und dann zeigen wir dir mal, was zum Boot hat. Perfekt. Du hast jetzt ein Boot, was hier was über 60 Knoten läuft, also die Performance von einem Raceboot hat. Mhm. Aber du hast eine umlaufende Reling. Mhm. Wenn jetzt vorne sich jemand sonnen will und du fährst eine Kurve, fällt so Rolls an der Seite runter. Ach so. So, das ist ja natürlich nicht der Fall, sondern du hast Liegeflächen. Du hast hier eine Frontkabine drin, kannst hier vorne mit zwei Leuten übernachten. Geil. Hast hinten optional noch eine Kabine am Heck, kannst auch noch mit zwei Leuten übernachten. Okay. Also optional, das hat der jetzt nicht, kannst du optional dazu buchen. Genau, hast Platz bis zu 12 Personen auf dem Boot, nicht zum Schlafen, aber insgesamt in der Zulassung. Genau. Komplett integriertes Dashboard, alle Buttons aus dem gleichen Material, mit der gleichen Beschriftung, vernünftig integriert. Du hast verschiedene Elemente aus dem Auto, wie zum Beispiel Stickmuster, Iris Sign of Excellence, die Griffe, so ein bisschen angelehnt an das Thema G-Klasse. Mhm. Du hast ein tolles Schiebedach, du hast vorne übrigens ein Thema, was direkt vom Braun SL kommt. Uns da normalen Gulving Doors und Flügeltüren. Die hochgehen unter, da müssen wir das Polster gleich einmal abnehmen. Echt geil. Skyhawk. Genau. Also er muss jetzt was machen an Bord, ist alleine als Skipper. Ja. Ich könnte das übernehmen, mache ich aber nicht. Ja. Sondern er ist alleine als Skipper, macht den Skyhook an und das Ding arbeitet mit GPS und sagt, ich bleibe jetzt an der gleichen Stelle. Krass. Das ist eine Funktion, die ist super komfortabel, wenn du alleine so ein Boot steuern musst. Wahnsinn. Normalerweise, wie machst du es früher? Du hast es eingestellt, ne? Da ist die Hafenausfahrt. hast möglichst wenig Umdrehung eingestellt und bist dann schnell gerannt. Ach so, okay. Und das ist hiermit überflüssig. Lass mal raus.
Das hier ist relativ easy entstanden. Ich habe in 2016, 17 bin ich über die Messe gelaufen mit meinem Vater. Dann habe die erste Generation der Axopar 37 gesehen. Mhm. Das sind Finnen. Und to make a long story short, haben wir uns angefreundet, gesagt, komm, wir bauen da eine Luxusvariante von. Ja. Heute ist das ein Programm, wo wir in dieses Boot, Shadow 900, unser Flaggschiff im Moment. Wie geht so ein Verkauf von so einem Boot ab? Ist das so über Notar oder auch wie ein Kaufvertrag, Auto, unterschreibst du den Kaufvertrag, zahlst du an? Jetzt in dieser Größe hier ist das relativ schnell gemacht. Relativ schnell gemacht. Ja. Kannst du ungefähr vergleichen mit einem etwas teureren Auto. Alles klar, genau. Okay. So, komm, wir machen jetzt Folgendes, wir gehen mal rein. Ja, okay. Weil ich glaube, Julian will uns mal ein bisschen zeigen, wie das Ding hier funktioniert. Alles klar. Das ist jetzt deine Linie, die du fährst, oder was? Achso. Ah, okay, alles klar. Ich weiß noch ein paar Namen, die Südküste entlang. Ja. Sehr genau, welche Hindernisse. Krass. Okay. Kannst du mal einen Autopiloten setzen? Ja. Blockiert das Lenkrad. Achso, und dann fährt er selber. Er fährt selber, aber er geht kein Boot aus dem Weg, er geht kein Hindernis aus dem Weg. Ah, okay. Wenn er sich in die Kabine geht und. Verstehe. Du hast natürlich hier deinen Blocker, du hast deinen Autopiloten, du hast alle diese Dinge hier an Bord. Ja. Und du siehst auch, er hat die wichtigsten Funktionen, ist auch interessant, im Lenkrad integriert. Ja. So wie du es aus dem Auto kennst. Okay. Im Auto würde man sagen, dem fehlt das Abstandsregelautomat. Ne? Genau. Und hier steuerst du natürlich, jetzt steuert er über Gashebel und Lenkrad. Ja, okay. Wenn du in den Hafen fährst, rechts daneben ist der Joystick. Okay. Das ist eine Komfortfunktion, der echte Bootsprofi, wie Julian sagt, jetzt weißt du was, komm, mach ich schon seit 15 Jahren, brauche ja das nicht. Ja, ja. Und der Hamid und der Konstantin sagen dann, mega geil, weil das Ding ist sehr sanft und du kannst im Hafen damit steuern, drehen, auch auf der Stelle drehen, weil wir einen Bugstrahlruder haben und hinten die Motoren als Heckstrahlruder fungieren. Okay. Also kannst du das Boot auf der Stelle drehen. Krass. Mach eine kleine Kurve. Ja, warte. Ja, klar. So, Julian, zeig uns mal. Keine Sorge, haben wir erst Profi. Ja, sehr geil. Lass mal fliegen, zeig mal, was geht. Sehr geil. Geil. Alter. Boah. Mega. Es geht noch doppelt so schnell. Ernsthaft? Aber es ist einfach mega, wie ich jetzt weglasse. Krass. Siehst du, guck mal, er stellt das Boot ein, nimmt die Hände vom Lenkrad und es ist vollkommen stabil. Das ist genial. Ja, das ist geil, ne? Mega. Und das heißt, ich muss eigentlich Schlagbälle rein, aber sie bleibt trotzdem krass. Das ist jetzt Driften, oder? So, ja, das ist so entspannt. Das ist entspanntes Aufwärmen, was wir hier machen gerade. Alter! Kannst du hier mal sehen, ne? Also wir haben 60 Knoten Topspeed. Achso, wir sind wir gerade mit einem entspannten Cruising. Also entspanntes Cruising hier ist, merkst du ja jetzt, wie locker dieses Boot, wie 22, 25, 30 Knoten fährt. Geil. Und du merkst ja auch, wie es durchs Wasser geht. Ja, weil ich stelle mich mal hin. Das ist ja geil. Das ist eine Geschwindigkeit, wo du noch draußen sitzen kannst. Achso, okay. Du kannst einfach komplett ins Boot gehen. Okay. Ich würde sagen, dann lass mal richtig fliegen und zeig mal, wie weit wir in der Kurve. Hier, wir holen mal die Wasserkante kurz mal so ein bisschen hier an die Reling. Ja, okay. Zeigen, damit wir hier Performance machen, kommen wir uns mal vorne eben die Küsten rein. Das verabschieden wir uns dann gleich. Alter! Ja? Ne? Das ist ja. Das nicht geil? Das ist eine andere Ebene. Ja, also ich bin da total happy, dass du jetzt grinst und das Gleiche denkst ich. Ich habe ja jedes Mal das Gefühl, wenn ich auf so einem Boot bin, immer wieder neu. Ja. Weil die am Ziel, am Ende willst du ja dieses Gefühl, was du aus den Autos kennst. Ja. Das war das Ziel über die letzten 5, 6, 7 Jahre. Ja. Willst du auf so ein Boot übertragen und du willst auch das Gefühl haben, ich gebe jetzt mal Gas und das Ding sitzt. Krass. Das Ding ist im Wasser, das Ding performt. Alter, das ist Wahnsinn.
Das ist echt so. Aber hinten ist das auch geil. Guck dir das mal an. Klar. Das ist ein Bild. Das ist echt ein geiles Bild. Mega. Ach, guck mal, 50 Minuten. 50? 60 haben wir Spitze, ne? Ja. Ach, Alter. Jetzt war ich gefahren, wenn ich auf dem Boden. Krass. Auf dem Boden, da läuft man 64 Minuten. Und so sehr, sehr schnell für diese Bootskarte. Und so düst ihr rüber nach Ibiza, oder was? Zum Beispiel. Okay. Du musst natürlich flaches Wasser haben. Ja. Wenn es ein bisschen mehr wird, dann gehst du runter. Ja, klar. Ja, und siehst selbst hier bei 55 Grad fahren wir noch Kurven. Alter, das glaubt dir kein Mensch. Ha? Das musst du erleben. So. Alter. Das Ding liegt. Alter! So, jetzt musst du mal hier das mit dem Festhalten gemeint. Ey, das glaubt dir kein Mensch. Ja, das musst du. Das musst du hier leben. Du fährst dann gleich auch mal selber. Alter! Boah! Alter! Ey, wenn du das hier nicht selber erlebst... Wir machen es heute zum ersten Mal. Ich wollte das nicht so verraten. Ne? Also dann war ich morgens ein bisschen nervös. Geil, geil. Alter, das ist geil. Ey, das ist... Autofahren okay, macht schon irre Spaß, aber das ist hier eine ganz andere. Ne? Das ganze Ding mit dem Film. Das ist so geil. Geil, ja. Das ist... I'm going all the way up. Alter, ich kann echt so ein Wasser packen jetzt. Das ist echt genial. Und da merkst du, ob so ein Rum gut ist oder nicht. Kratz. Achso. Und okay. Da merkst du, ob das Ding gut gemacht ist. Also du musst ja die Kombination aus Motoren, hinten, ja. Ja. Viel Gewicht hinten, dann der Rum, ja. Musst du ja sauber abschnitten. Verstehe. Damit du am Ende ein Boot brauchst und hast das bei einer gewissen Geschwindigkeit ja. sauber verformt. Das kannst du zum Beispiel auch an der Schnittverbrauchsquote sehr gut anschauen. Und wir haben es mit der letzten Generation, ja. Shadow 800 ja. und dieser, ja. 35% Schnittersparnis rausgeholt. Boah. Im Hauptlitzerbereich. Ja. 35% okay. Durch Rumpfdesign. Diggi, ich bin jetzt gerade so konzentriert, Alter. Du ich bremse mal mit dem Boot, ja. Ach, ey, wie wir. So, guck mal, wie schnell das stimmt dann. Krass. Das sind vielleicht 100 Meter. Wie schnell das geht. Unglaublich. Unglaublich. Alter, wir fetzen hier durch und du erzählst mir was. Hey, ich halte dich hier fest und so weiter. Das Ding fliegt und du erzählst mir, ich habe noch Rumpf verstanden und ohne Gewicht. Motor. Nein, was ich glaube, da muss man fahren jetzt. Ja, sehr gerne. Ab mit uns. Geil. So, jetzt geht's ab. Du kannst stehen und dann machst du es hoch. Ah, okay. Oder du kannst sagen, du sitzt, dann machst du es runter. Ich stehe. So, genau. Hast hier auch interessanterweise auch die Fußablage. Achso, nee, so müsstest du wiedererkennen. Ja, stimmt. Von den Pedalen stimmt, aus den Autos. Stimmt, geil. Auch so Lenkrad sofort. Genau. So, und jetzt? Du hast erstmal Lenkrad mit deinen integrierten Buttons, so Funktionen wie Trimklappen, Lautstärke für Musik und so weiter. Mhm. Und hier hast du deinen Gashebel. Okay. Im Hafen hättest du optional deinen Joystick. Der Joystick, okay. Da ist auch dieses Skyhook. Achso, das heißt, drauf. Okay, alles klar. Skyhook heißt, bleib an einer Stelle, klack. Okay. Dann, hier geht jetzt nicht mehr. Also wenn du Joystick machst, geht das Lenkrad nicht mehr, merkst du, es ist gesperrt. Genau. Und wenn du nach vorne rückst, nach vorne, nach hinten ist nach hinten. Okay. Und wenn du drehst, den Stick oben, dreht sich das Boot auf der Stelle. Ah, wenn du zur Seite drückst, bewegt sich das Boot parallel zur Seite. Ah, okay, das ist ja geil. Und das ist natürlich im Hafen. Ja. Das machst du dann nachher mal. Haben wir parkt ein? Oh! Da muss halt Dennis ein bisschen Konkurrenz machen. Da brauchst du. Wir haben unser Opfer ist quasi auch was kaputt zu machen. Da brauchst du eine Vollkaskoversicherung dazu, ey, wenn ich das Ding einparken soll. Das ist echt krass. So, okay. Jetzt gehen wir raus. Und jetzt sagst du wieder, okay. Hier ausdrücken? Genau. Genau, so also, du hast ein Lenkrad, du hast natürlich auch, ja, was? Hast auch deine Hupe.
Das ist geil. Okay. Und du hast zwei Gashebel natürlich für die zwei Motoren. Ach so, alles klar. Das heißt, wenn du nur mit einem Motor... Mach mal nur links. Dann mach mal nur links, geh mal, oder rechts, kannst du auch immer jetzt erst in Gang einlegen. So, jetzt, und jetzt gib mal ein bisschen Gas. Wie gebe ich Gas? Weiter nach vorne schieben langsam. So, jetzt achte mal drauf, was passiert. Mal ein bisschen mehr. Und jetzt merkst du, guck mal. Ach so, Alter. Du könntest auch nur mit den Motoren steuern. Ja. Ne, lenk mal nicht. Mhm. Und du merkst jetzt wieder. Genau, langsam eine Linkskurve fährt. Genau, klar, weil du arbeitest mit deinem rechten Motor. Genau. So, und so würde jetzt Julian auch in den Hafen fahren, an den Liegeplatz fahren, ohne einen Joystick zu benutzen. Okay. Er würde im Großteil nur über die Motoren machen. Achso, alles klar. Also einen nach vorne, einen nach hinten, drehst du das Boot und so weiter. Mhm. So, du willst jetzt aber mal beide Motoren, das heißt, nimm mal deinen linken Motor dazu. Und bringen sie mal ungefähr auf die gleiche Drehzahl. Du hast hier deine Drehzahlen von den beiden Motoren. Ah, okay, alles also jetzt klar. Zum Beispiel rechts ungefähr 2,6, links ungefähr 2,5. Und dann gleichst du die ungefähr aufeinander ein. Du kannst dann natürlich auch feststellen. Ja. Aber die bleiben ja so jetzt. Ne? Ja. Das haben wir beide ca. 3000. Aber das ist genauso wie beim Auto. Wenn ich rechts steuere, fahre ich auch nach hinten. Ja, ich muss nicht gegenwirken. Nur, dass du beim Boot, weil natürlich, wenn du jetzt aufhörst, aber wenn du jetzt Gas rausnimmst, dann läuft die Kiste natürlich in dem Wasser. Okay. Das heißt, du musst beim Boot viel vorausschauender lenken. Mhm. Was du häufig siehst bei Leuten, die neu sind auf so einem Boot, die kurbeln dann wie beim Auto am Lenkrad rum. Ja. Das bringt überhaupt nichts, weil das Boot reagiert dann sowieso erst ein paar Sekunden später. Alles klar. Versuch mal so ein bisschen, merkst du dann auch. Also wenn du das einmal gedreht hast, stell mal Kurve ein, dann warte mal, wie lange das passiert. Also normale Kurve. Jetzt gehe ich mal rechts. Siehst du? Ja, stimmt. Der braucht. So 21, 22, dann fängst du an, die Bewegung zu sehen. Weißt du, an was mich das erinnert? An die elektronische Lenkung von Maserati gibt es. Jetzt noch ein Respekt gegenüber Maserati. Da hast du auch gelenkt, da hast du gewartet, hast du es 3 gezählt, dann ging das Auto erst. 21, 22 Bordstein, genau. Ja, genau. Du musst auch, wenn du gerade, du darfst, da musst du echt, das ist jetzt die gerade Position, ne, sozusagen, oder? Ja, gerade Position, wo sehen wir auch gerade, das siehst du nicht leider, ne? Müssen wir nach hinten schauen. Ist eigentlich aber doof, ne? Ich kann im Display kann ich einstellen, Gradzahl, Minus, Plus Gradzahl, das ist genial. Ne? Aber du siehst hinten, wenn die Motoren gerade stehen, fährst du geradeaus. Genau. Ich kann auch die Anzeige wechseln, dann kann man es dir hier zeigen. Jetzt kann man gerade hier die Drehzahl. Okay. Fahren wir da lang, nach links. Und jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen Kurven. Ja. Kannst auch mal ein bisschen mehr Gas geben, um einfach mal dich daran zu gewöhnen. Geil. Na? Das ist geil. Achte bitte immer auf die Welle. Ja. Alter. Jetzt haben wir natürlich relativ gutes Wetter und gucken einfach bei so einer Geschwindigkeit mal, wie du klarkommst. Boah. Ja, guck mal, jetzt merkst du schon, wenn du so gerade über die Wellen fährst, das tut dann macht der Test, dann stell mal das so ein bisschen leicht an. Dann machen wir so 20 Grad nach rechts, Dass so ein bisschen diagonal über die Wellen. Ah, okay. Weil wir knallen ja schon ganz schön auf. Ruhig ein bisschen mehr in die Kurve. Ja, das ist geil. Das ist gar nichts. Das ist gar nicht. Ach so. Also wenn du das Boot jetzt von außen sehen würdest, der geht durch Wasser wie Butter. Krass. Das ist so ein mega Feeling, ey. Das merkst du, wenn du selber fährst, komplett anderes Thema. Ja, absolut. Aber man ist so nervös, du bist so konzentriert. Das ist schon eine Riesenmaschine. Ich bewege hier eine Million fast, mit 900 PS, mit Konstantin Buschmann noch dazu. Das ist schon krass, Alter. Fährst so vorausschauend, siehst ja jede einzelne Welle, die auf dich zukommt. So, du bist natürlich als Kapitän auch dafür verantwortlich, die anderen Boote zu beobachten. Der Regler geht immer vor, ne? Oder? Genau, was? Ja. Ja. Du musst vorausschauend fahren, musst gucken, sind da Bojen, ist da vielleicht, weiß ich nicht, so Dinge wie ein großes Holzstück, ein Container, irgendwelche Dinge im Wasser. Ja. Weil natürlich hast du, das ist ja hier ein Boot und kein Panzer. Du fährst drüber, machst du richtig was kaputt, hast du einen Taucher in der Schraube, ist das natürlich ein Riesenverletzungsrisiko. Ja, klar. Jetzt geh mal so auf 2,5 runter. Da siehst du auch, guck mal, wie Wahnsinn. Du musst ganz sanft. Wie schnell der reagiert. Klar. Das ist unglaublich. Du kannst ja mal bremsen. Geh doch einfach mal auf 0. Zack. Du merkst richtig, wie der so reingeht ins Wasser. Krass. Und dann je mehr das Boot natürlich reingeht und je weniger gleiten, desto mehr Widerstand hast du und dann bremst das Wasser das Boot ab. Das ist Lass mal einmal noch mal ein bisschen Kurven fahren. Ja, okay. Also nehmen wir beide Motoren langsam hoch
Und dann mach mal das, was wir vorhin gemacht haben. Fährst du einfach mal langsam und schlägst mal ein bisschen maximal ein. Ja. So, mach mal so. Fangen wir erstmal an. Ja, genau. Jetzt schlag mal ein und guck mal, wie es sich anfühlt. Wie weit du gehen kannst. Ey, du musst richtig. Ja, passiert jetzt erstmal noch nicht schnell. Ja. Genau. So. Und jetzt gehen wir ein bisschen höher. Mach mal 300, 400 höher. Ja. Boah, du musst das so mit Gefühl machen. 900 PS, richtig runter, damit du das sehen kannst. Ne? Weil jetzt siehst du da hinten nichts mehr. Nee, du musst schon gucken. Und deshalb haben wir natürlich hier auch mit dem Boden und Glas gearbeitet, was sehr, sehr schwierig war. Ja. Damit du entsprechend was siehst. Jetzt gibt man noch mal ein bisschen mehr Gas. Sicher? Ja. Alter. So, jetzt bin ich auf. So. Jetzt gehe ich auf 4.500 hoch. Alter, das ist geil. Jetzt bleib mal richtig dran, schlag mal voll ein. Noch mehr einschlagen? Ja, mach mal. Oh. Sag mal, der sagt einfach, mach mal. Wir bewegen in eine Million. So. Weil jetzt merkst du, guck mal, du machst das zum ersten Mal. Krass. Aber ich fühle mich total safe. Wie fühlt sich das an? Genau. Ja, genau. Safe an, wo du sollst dich ja auch als Eigentümer, wenn du so ein Boot kaufst, hast du ja neben Julian dabei. Ja. Oder Konstantin. Klar. Das machen wir folgendes. Lass mal los. Weißt du? Lass mal los. Alter, das ist ja crazy. Ist doch geil, oder? Ich hab hier autonomes Fahren. Das ist doch richtig geil. Das ist geil. Machst du noch mehr? Geil. Alter. Das ist genial. Das ist ja quasi fast jugendsicher. Bei allem Respekt. Du musst Respekt haben. Jetzt gibst du immer das Sternchen. Ne? Ja. Du kriegst auch jedes Boot kaputt, wenn du dich nur idiotisch genug verhältst. Sicher. Aber das ist am Ende jetzt inzwischen 7 Jahre Design, wo wir sagen, so liefere ich mit dem Namen Brabus am Ende auch so ein Boot aus. Und ich freue mich drauf, dass du mich anrufst. Ja. Und, ne? Kann da mal was schief gehen? Also kann auch mal, ich meine, das ist ein Boot. Ne? Klar, logisch. Benutzt, kann auch mal was. Ja, klar. Logisch. So, und dann muss es möglichst schnell wieder fertig machen. Aber am Ende ist das hier ein Boot, was wirklich sauber funktioniert. Und das ist auf die Tiefanzeige. 55 Meter. Das wird hier schön gerade durchfahren. Ja? Ah, okay. Alles klar. Ganz schnell. Okay. Ja, guck mal, das ist genau das, was ich meine. Guck mal hier zum Beispiel, wie das rechts siehst, wie das Wasser da grüner wird. Und ja, dann, genau. Das ist alles. Da brauchen wir nicht her. Okay. Und das Ganze hast du links auch ein bisschen. Okay. Das ist auch schwieriger zu sehen. Also bist du genau in der Mitte durch. Das ist genau hier, wo du gerade fährst. Ja. Man ist langsamer. Tiefanzeiger. 52 Meter. Haltet ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links. Jetzt guck mal, jetzt sage ich ab hier. 45, 40, 30, 38, 35, 34. Stimmt. Das ist schon Konzentration pur, ne? Guck mal, 16, 8, 5, 4. Alter. Soll ich runter? Ja. Das ist, guck mal, wie schnell wir jetzt von 50 Meter auf 5 Meter gegangen sind. Also wir sind am Ende jetzt über so eine 50 Meter hohe Felswand krass gefahren. Ja, das ist krass. Das ist krass. Ihr merkt jetzt, wir haben diese Zunge weg. Guck mal, jetzt rüber. Und jetzt auf einmal 18, 20, 22, 23. Ja, jetzt ist es wieder richtig tief. Wahnsinn. Außer du merkst, wir sind hier gerade um die Ecke gefahren. Achte mal auf, wie das Wasser sich verändert hat. Ja, genau. Es ist viel dunkler geworden. Es ist viel mehr Wind. Ja. Du bist völlig anders. Du bist viel mehr den Elementen ausgesetzt, weil alles, was um die Seite der Insel kommt, jetzt gerade begegnet. Stimmt. Krass. Und zack, sind wir wieder bei 40 Meter. Boah. Jetzt nochmal volle Konzentration. Boah, das ist echt heftig, wie die Wellen hier sind. Ne? Wie sich die Wellen schlagartig geändert haben. Das ist Wahnsinn. Klar, egal welches Boot du fährst, Wetter ist Pflicht. Ja. Also du würdest niemals auf einen Segeltrip gehen, niemals mit so einem Boot rausfahren, ohne dir einen Wetterbericht anzuschauen. Okay, aber das ist so genial. Oder die Route. Guck mal, wir kommen jetzt. Schau mal raus. Wenn man draußen rumschaut, ist ja, genau. Alter, guck mal, da kannst du schon alles sehen wieder. Siehst du? Da sind die Steine, ja. Und guck mal, wo wir sind. Krass. Du hast das Gefühl, du bist mitten auf dem Meer. Ja. Und auf einmal guckst du raus und da ist Wahnsinn. Da ist Boden. Wir legen uns einfach hier mitten rein. Schmeiß mal an. Schmeiß.
Keine Sorge, du musst jetzt nicht vorne. Also Hamid sieht sich selber, wie er den Anker nennt. Wie Obelix. Kennst du diesen, ne? Obelix wirft mal das Netz aus. Der liegt das ganze Netz, genau. Geil. Nein, machen wir nicht. Oh. Habt ihr noch Sonnencreme mit? Also wir hätten gerne zwei Cola Light. Ja, genau. Mit viel Zitrone. Und ein Big Mac Menü Maxi. Das ist eine ganz, ganz andere Liga, ganz andere Ebene. Aber muss man sich natürlich auch leisten können, weil wenn hier einer 900.000 Euro circa oder 800.000 Euro bezahlt, der muss schon mindestens eine, also vernünftiges Haus haben, mindestens fünf vernünftige Autos haben, mindestens. Okay. Es gibt wirklich auch viele. Wir haben ja einmal zwei, grundsätzlich kannst du einfach mal pauschal sagen, wir haben zwei verschiedene, ja mehrere, aber ich einfach, wir nennen es mal zwei prototypische Kundengruppen. Ja. Du hast den Kunden, der ein größeres Schiff betreibt und das hier wirklich als Shadowboot benutzt, also ein Boot, was du mitlaufen lässt, weil du irgendwie von einer großen Yacht auch an Land musst, weil du mal was Sportliches fahren willst, weil du dich bewegen willst. Ja. Oder du hast den Kunden, der das hier als ein Hauptboot. Ach so, alles klar. Auch ganz viele. Okay. Die einfach sagen, ich habe ein Haus auf Mallorca oder auch ich fliege hier rein, weil ich Boot fahren möchte. Und wie liefert ihr das dann an, wenn jetzt einer in Miami, werden die rüber geflogen oder rüber geschifft? Rübergeschifft. Genau. Und dann packst du Sonntagmorgen dir deine Tasche mit allem, was du brauchst, fährst zum Hafen, gehst aufs Schiff, lädst ein paar Freunde an und dann fährst du Musik an. Ja, und dann geht's los. Krass. Und genau das machen wir jetzt nämlich auch. Ja, okay. Wir haben noch was vorbereitet. Alter, was kommt denn noch? Ja, Hamid ist auf Mallorca, da müssen wir richtig Gas geben. Das ist unglaublich. Und wir fahren jetzt mit dem Boot nach Soyer, das ist die Richtung, ein wunderschönes Küstenstädtchen. Okay. Und da haben Dennis und das Team ein anderes Gefährt für uns vorbereitet. War das jetzt aber, siehst schon, es wird jetzt wellig. Geil, ja. Wir gehen jetzt rein. Ja, okay. Und düsen einmal um die Insel rum. Ach, ist Dennis auch auf dem Boot? Dennis, meinst du, wird gefährlich? Alter. Wir fahren jetzt Richtung Soyer. Okay. Da wartet ihr unsere nächste Etappe auf uns. Geil. Dafür gehen wir jetzt aber rein. Ja, alles klar. Komm. Zurück? Ja, ich habe oben Nick geküsst. Aber alles gut. Ja, aber okay. Ja. Ist alles gut? Alles gut. Ja? Ja, alles gut. Sonderschön. Ne? Bisschen schneller werden, aber ist okay? Ja, fahrt gut. Okay. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. Guck mal an, da ist doch wieder was. Da ist schon wieder was. Alter, von 900 PS auf 800? 20. 20. Geil. Guck mal, da steht die nächste Etappe. Alter, Hamid. Das ist doch genial. Wie geil der da steht, ne? Mit den Nudeln, ne? Krass. Krass. Alter, war ein geiles Erlebnis. War echt ein geiles Erlebnis. Gut gemacht, muss ja. Wahnsinn. Oh, weißt du, was wir jetzt machen? Wir steigen wieder oben auf das Auto. Ja. Und dann? Wahrscheinlich gehen wir jetzt runter, packen alles ein bisschen. Ja. Das wird weiter so vibrieren, das stimmt. Gibt es hier es gibt hier ganz, ganz tolle Landstraßen. Okay. Deshalb sind wir auch nach Soyer gefahren. Okay. Und die testen wir jetzt. Ja, geil. Auf geht's.